Cobblestone brauche ich trotzdem wieder. Batit reinstopfen. Bauen wir hier gleich meinen Cobblestone ab. Haben wir irgendwas vergessen? Du hast Limestone doppelt gehabt. In der dritten haben wir nur eins drinnen. Aber da du ja Limestone doppelt hast. Ja, und was haben wir dann noch in der dritten drin? Kalzit, aber das fällt weg. Sagen wir ja. Okay, das brauchen wir. Also kann ich nicht zwei Diamond Pipes lassen. Mach drei, vielleicht fällt das Ding noch auf. So. Jetzt habe ich einen Stack, das müsste doch reichen. Dass ich noch ein paar Kolben machen kann. Nein! Ja, okay, ich habe voll sind. Diamond Pipes. Genau das habe ich befürchtet. Weil sie voll sind. Die Öfen sind momentan noch zu langsam. Kann ich umackern? Jo. Aber das ist nicht so wild. Maximale Zerstörung. Das werden wir nochmal ändern. Die Updates, die Upgrades sind ja noch nicht drin. Redstone? Nee. Immer das drücke ich die falsche Taste. Und Holz. Holz. So. So. Das wird jetzt in die Kiste gepumpt nachher. Acht Zahnräder. ME-Kabel. Macht man sowas wirklich? Was? Anstatt wir könnten uns alles ersparen mit diesem ganzen Gate. Warum? Da wir ja die Filter jetzt daheim haben. Braucht nur Item-Duct einfach. Ja, du kannst es eben. Du stellst auf ein Tesseract drüber. Ja, wir haben ja jetzt dabei zwei zusammen. Ach so, ja, da brauchst du dann Item Ducts nur und Redstone Conduit Kasse. Okay. So, und dann brauche ich eine Wooden Piepe und an so an Gatter. So, das geht jetzt dahin, da wird das Ganze rausgefiltert, das Rest geht weiter, dann wird das rausgefiltert, geht weiter, dann wird das... bleibt noch offen, ob was gefiltert wird, und dann geht's weiter in die Diamantkiste, von da ins ME-System, okay. So, da la. Irgendwas vergessen? Na gut, die brauchen noch Strom, deswegen gehen die gerade nicht. Ja gut, Philipp. Gut. Schaut doch gut aus, dass es funktioniert. Gott sei Dank, Pneumatic Servos. Soll ich da bringen? Nein, hol ihn mal schnell. Gott. Liegen in meinem E-System, muss ich nur rausnehmen. Dankeschön. Das Kabel hier gefällt mir nämlich nicht. So. Das 10.000 Kabel. Gut, dann kann ich das ja hier drüber laufen lassen. Du musst den Hammer eigentlich schon. Wir bauen ja genug ab, Philipp. 10%, oh wow. Was 10%? Ja. Kann man nicht einstellen, da. Restricted? So. Philipp, was macht Restricted? Beim Tesseract. So.
Jetzt kann ich nämlich das Kabel hier auch, das... Also ich sehe das jetzt nicht schön hier. Nur du Zugriff hast. So. Nein, das ist Owner Only. Was das trägt jetzt halt irgendwie, dass du bestimmt dazu weisen kannst oder so. Nein. So, zack. Müsste klappen. Können wir gleich mal ausprobieren. Zwar schnappe ich jetzt mal Erz. Du kannst alle Tesseracts einschalten, gell? Schnappe ich mir mal alle Erze. Der Haupt-Tesseract ist ausgeschaltet. Auch mal das Uranerz, weil das müsste durchfliegen. Zack. Schmeißen wir jetzt alles mal in die Truhe hier rein. Ja, merkt man. Er sagt nichts aus den Kisten raus. Wer? Meine Tesseract. Ich hab den. Wo wir das reingeben? Schalt mal deinen Tesseract ganz kurz ein. Müsste jetzt klappen, dann kann ich ja nicht die Upgrades reintun. Ah, funktioniert. Upgrades. Da geil. Da habe ich ja ein paar, ja, die Energieausspeicher Upgrade. 5 hier im Ofen und 6 im Maser Raider. Oh, das wird nicht reichen. Ja, meine ist ja nicht eingeschalten, also. Bin fertig. Philipp, ich glaube, eine normale Holzkiste reicht nicht dafür aus, wenn 3 in der Queries da ranpacken, oder? 5 im Ofen. 5 im Ofen. Hä? 5 im Ofen. 5 im Ofen. Ich glaube, da brauchen wir schon eine Dia-Kiste. 5 im Ofen. 5 im Ofen. Da kommt jetzt auch viel Cobblestone ran, musst bedenken. 5 im Ofen. 5 im Ofen. 5 im Ofen. Wie pumpt man die Scheiße aus, vor allem? Ja, wie wir es anders gemacht haben wir. Oder wir stecken Strom an, das sieht dann auch okay fett aus. Ich glaube, das ist was viel, oder? Da darf ich hier. Na, du hast ja die dritte, lass mal, falls noch was platzt. Falls noch was wegfiltert gehört. Nein, ich meine nicht von. Ich habe Angst, dass ich, wenn ich jetzt hier, ein dass ich dann unten noch die Erze drin sind. Ich dachte, du machst einen neuen Raum. Wann? Ha, ich mach dir einen neuen Raum. Nicht, dass er da irgendwie so drüber buddelt. Nee, da zoomeln. Ja, dann geht's dann durch. Da ist eh nur kein Platz, Max. Da kannst du noch raufgehen. Oh Mann, das ist scheiße, Max. Du, das ist nicht schön. Aber es ist schon alles einsortiert mit den Filtern. Naja, okay. Bitte. Da kann noch so ein Mülleimer hin. Ja. Da geht das Cadmium rein. Entweder wir stecken da jetzt Strom an die Holzpipe. Ich hab ne Idee. Okay, es geht auf jeden Fall. Hier, also 6 Stück habe ich hier drin. Hier habe ich 6 Stück drin. Jetzt ist was drin. Mach die mal ordentlich voll. Kiste? Ja. Ist leichter als das. Da hier erst nichts warte kommt. Einfach, das sollte jetzt eh alles arbeiten. Hast du eingeschalten, oder wie? Ja, ich habe jetzt eingeschalten. Ist der Tesseract überhaupt? Hä? Da! Wo er immer gestanden okay ist. Ah, hier. Hab den Null bewegt. Doch schon. Ah! Liebe Internet-Server-Error. Schaut cool aus hier bei mir, jetzt wie man sieht, wie sich das ganze Zeug in den Pipes bewegt. Oh, viele beim Diamant ist ankommen. Bewegt. Mm. Okay, Philipp, steck mal Strom an! Steck mal Strom an! Oh fuck. Nicht deine Kiste. Was? Schaut genial aus, finde ich, wie sich bewegt und alles. Gut, wir nehmen es gleich. Wir haben ein Angebot, wir haben noch eine Lead. Es ist einfach alles rausgekommen, es ist einfach 26 Cobblestone in mein Gesicht geflogen. So, ich mach gleich mal kurz die Upgrades noch offline und dann schauen wir mal weiter. So, dala. Ja, dann da bin ich wieder. Nur Dreck darf nach so grün abbiegen. Die kriegen die absolute Krise mit ihrer kleinen Anlage. Kleine Anlage, da stecken drei fette Quarries drauf. Ja, ich will dann hier auch, ich mach
Oh, da sind schon 6 Stück drin Du gewesen. weißt nicht, wie fett die Query ist. Ey, ohne Scheiß, Oh, ich hab Max, viel zu viel. ich will dieses ME-System, dieses Kabel will ich gerne in der Decke versenken. Komm, hilf Ja, mir kann bitte. man eh machen, oder? Ja, mach, geht mir am Arsch vorbei, dass das so im Weg hängt. Ja. So, Aber machen zu wir mir das noch sagen, ich neu, bin dann zu ist es auch faul mal dafür, los. dass ich einen neuen Raum brauche. Ja, ist mir scheißegal. Geht spät. Jetzt wird die Tierkiste ein bisschen voll. So, machen wir es hier rein, aber. Egal, so schön wird sie nicht voll. Wie voll ist. Na, weiß nicht, voll, bis wir da fertig sind. Ich fände es genial, wie sich das hier mit den Barren bewegt. Wie man schön das sieht, man sieht. So. Gut. Das jetzt müsste ich jetzt komplett durchschieben, eigentlich. Müsste hier hinten ankommen. Komm, Max, überhaupt die Scheiße da. Und es fliegt hin da, wunderbar. Gut, es fliegt durch. Es fliegt durch. Gut, ab und. Und es lebt, oder? Ja, es lebt. Jetzt habe ich hier zum Glück noch ein bisschen Eisen, da können wir es gleich mal testen. Später muss ich dann mal wirklich mit dem Tesseract und alles mal machen. Und Hilfe brauchst du im Aufwand, wie kann der helfen? Ich muss erstmal einen Tesseract machen. Braucht er Diamanten? Meine erste Frage, braucht er Das Ding Diamanten? hängt ja auch so ungünstig, wie es nur hängen könnte. Wir stellen es mal Jungs, da so. braucht der Moment. Tesseract. Ja, ein Diamant brauchst du. Ein Diamant, 4 Hardened Glass und 4 Enderium Ingots. Dann hast du mal den Frame, dann brauchst du noch Silber und Bronze und geschmolzene Enderperlen. Okay. Easy. Also ist ja ein bisschen aufwendiger. Mann, so Das billig. ist so geil, Max, wie das funktioniert Ja, ich einfach habe nur einen so. Diamanten noch. Ja, Philipp, wir können eure Bahn stecken, wenn wir es mit Strom bepowern. Guten Tag. Jetzt kriegen wir das Ding stacks, weil sie das rauszogen, das Zeug. Ja, Philipp, hau noch mal ein bisschen Stacks Cobblestone ran. Ich wette, das zieht schneller raus, als was du reinklickst. Dann warte, Jenks ist safe, warte Cox, kurz. behalt mal die Kiste im Auge. Welche Alter, ich dir? hab zwei Herotzerekräfte-Handtücher. Euer Ernst? Habt ihr Die gemischt, übel. Obsidian-Kiste da. Ja, die ist leer. Ja, Ja, warte Moment. kurz, ich muss jetzt kurz noch da mein Inventar ausräumen. Ich hol kurz ein bisschen Cobblestone raus. Ja, warte. Ja, Nur zur Info, die Wuttenpipe kann explodieren. Ja. Nee, die kann nicht explodieren. Doch, die kann explodieren, glaub's mir. Ja, wir Die haben. ist vorher Ja, explodiert, die ist aber. explodiert, ja. Ach so, ihr habt nur eine Leadstone-Energie-Leitung Ja, nochmal, dann nicht. die hat so viel Strom gehabt und jetzt ist limitiert, jetzt kannst du nicht mehr rausziehen, jetzt explodiert sie nicht mehr. Ja, weil wenn ihr eure Redstone-Energieleitung, dann macht's BOOM! Ja, hat's Ja, das auch. haben wir vorher gehabt. Ja. Ja, die hat da die Hälfte der ganzen Kiste in einer Sekunde rausgezogen und es explodiert. Die hat mal 20 Stacks ins Gesicht gehauen und die ist gerade mal eine Millisekunde angeschlossen gewesen. Wie viele Aber Queries sieht nur laufen einen jetzt fetten dran? Drei Queries? Steinklumpen da rausziehen. Na, Ja, drei drei Ender Queries. Queries. Okay, ja, weil ich werde jetzt mal kurz Wie so noch. ungefähr jeder an die 20, 30 Chunks groß ist. Ich muss Die hier auch. letztere ein bisschen größer vielleicht, aber. Ich muss hier noch mal auch noch ein bisschen dann. Das ein bisschen habe ich jetzt überhört. Ja, wenn wir es so gemacht hätten wie ich. Dann wären wir in 10 Jahren nicht fertig, genau. Ich glaube, ich muss hier sogar dann. Oh, wobei, es Wir geht müssen eigentlich. nie Es ist wieder noch eine kein Stack Query drin. aufstellen. Siehst mal nach, auf der Seite. Und falls hier doch mal zu viel Erz ankommt, ist egal, wie viel, ob zu viel ankommt oder nicht. Es kommt dann einfach, es fließt dann einfach bei mir so normal wieder ins ME zurück. Mir fließt's immer ins ME. Und das ME holt sich das raus, wie gerade Platz ist. Nein! Oh, Scheiße! Ich habe vergessen, den einen Filter. Den einen Filter habe ich vergessen einzustellen. Verflucht nicht. Jetzt habe ich kein Ferrous-Erz. Ja, okay. Philipp löscht erstmal Bögen. Ja, was? Da brauche ich ja nicht fliegen. Schrottbögen? Alter, boah, es ist so brutal, der Speed. Wie mein Jetpack unbeeindruckt ist von der Tatsache, dass ich jetzt schon Ewigkeit immer rumgeflogen bin. Ja, meins hat auch noch 80% oder so. Ich glaube, ich muss ihn noch ein wenig upgraden dann. Das sehe ich aber dann. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Erze mit. Und Ferrous Metal habe ich hoffentlich hier auch noch ein bisschen was Philipp, dran. jetzt, ich bin gespannt, wie viel Strom das zieht.
So Frage, los an die runter. Diamantpipe ist an so eine Pipe angeschlossen, zieht wirklich komplett alles, was es, was das die Leitung hergibt. Ja, das haben wir eh schon mal gehabt. Nur damals, jetzt haben wir ja einen besseren Generator. Ja, so schlecht schaut's nicht aus, muss ich sagen. Ich würde Unser es lieber so Generator. machen. Das Ding dreht sich kurz auf, fahrt volle Wäsche So rein und kreuz dann und dreht sich quer. direkt wieder ab. Ui, meine Schuhe sind leer. Philipp, das ist auch dauerhaft voll da. Das in den einen Polarizer, da fließt gerade bei mir Was? noch Ding Das ist auch rein. dauerhaft voll da. Das muss ich mal ändern. Das da. Die Energy Cell. Die ist auch da. So. Also ich habe es jetzt auf jeden Fall einmal so gemacht, Ja, dass was ich ist ja. hier zumindest einmal mein Erz verdoppeln kann. Aber maximalen Output ist voll eingestellt, ja. Dann ist das schon mal endlich Irgendwann gemacht. Dann kann ich den Rest auch mal noch machen. Hier ist noch Ferris, das tue ich mal hier oben.